Werner Sachsinger von der ÖVP ist am Wort. Regierungsbank, liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Damen und Herren, eigentlich ist es ja ganz einfach. Es einigte uns ja ein gemeinsames Ziel, hoffe ich zumindest, nämlich, dass diese zermürbende, aufreibende Pandemie endlich vorbei ist und dass wir einigermaßen wieder ein normales Leben führen können, wie wir es gewohnt waren. Die Bundesregierung und 4 von 5 Parteien tun alles dafür und das heißt Danke für diese breite Basis. Die Frage, die sich da natürlich stellt, wie schaffen wir denn das, diese ersehnte Normalität? Schaffen wir das mit skurrilen, lebensgefährlichen Ideen? Ich will es nicht immer wieder erwähnen. Oder schaffen wir es mit andauernden Lockdowns? Nein, es ist leider so, wir es wollen oder nicht. Die einzige mittel- und langfristige Strategie ist die Impfung, weil die Impfung wirkt, schützt und nützt. Und da sind wir alle gefordert. Man muss leider sagen, diese Ich-AG oder der individuelle Egoismus müssen jetzt einmal ein bisschen kürzer treten. Nach 2 Jahren sind die Zeiten vorbei, wo mir jeder tun kann, was er will, nach dem Bauchgefühl handelt oder nach dem Mondstand oder den Freiheitsbegriff falsch versteht und interpretiert. Ich sage Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, mit einem Bauchgefühl besiegt man keine Pandemie. Und man besiegt die Pandemie auch nicht, wenn man alles leugnet und sinnvolle Maßnahmen weiterhin boykottiert. Ich blicke hier in die Reihen, wo leider einige wenige Abgeordnete auch immer keine Maske tragen, die derzeit bei der Omikron-Variante sehr gut helfen würde. Es gibt eine Wortkreation aus Pandemie und Müdigkeit, die Pandemüdigkeit. Und diese Pandemüdigkeit spiegelt derzeit so ziemlich die Stimmung wider. Die Stimmung schwankt zwischen, ist eh schon alles egal, ich werde mich eh infizieren, und auch einer bis zu einer freiwilligen Selbstisolation von Menschen, denen die Maßnahmen nicht weit genug gehen. Und auf diese Pandemiemüdigkeit trifft jetzt die Impfpflicht. Und ich sage es Ihnen ganz klar, immer wieder, kein Mensch hat diese Impfpflicht gewollt. Aber wir haben es leider, leider als Gesellschaft nicht geschafft, ausreichend viele Menschen von der Impfung zu überzeugen. Und das ist schade und macht mich auch traurig. Ich bin kein Freund, war nie ein Freund der Impfpflicht, aber sie ist aus meiner Sicht alternativlos, weil eben die Durchseuchung, die Durchimpfung nicht so hoch ist, wie sie sein sollte. Aber um Positives zu erwähnen, 70% aller Österreicher im impffähigen Alter haben sich impfen lassen aus Gründen der Vernunft, der medizinischen Einsicht und auch der Solidarität dem Mitmenschen gegenüber. Und dafür sage ich, bei 70% sage ich Danke. Es gibt auch Fakten dazu. Bei dreifach geimpften Personen ist die Schutzwirkung vor symptomatischen Verläufen auch bei Omikron bei 70%. Es besteht ein Schutz gegen Krankenhausaufenthalte von fast 90% und Schutz vor Intensivstationen bei über 90%. Das sind Fakten, die für sich sprechen. Ich wiederhole, Schutz gegen Krankenhausaufenthalte Omikron-Variante 90%, Schutz bei Intensivstationen über 90%. Und das bestätigen auch meine tagtäglichen Erfahrungen als Arzt. Omikron, die neue Variante, ist so ansteckend, dass wir nicht dran vorbeikommen. Es sei denn, wir sind gut geschützt und das sind wir eben mit der Impfung. Um fähig bezüglich Entschädigungen bei eventuellen Impfschäden gleich entgegenzutreten. Natürlich werden Covid-Impfungen nach dem Impfpflichtgesetz im Impfschadengesetz gesetzlich verankert. Für eventuelle Impfschäden nach Covid-Impfungen ergibt sich natürlich ein Entschädigungsanspruch. Das werden wir heute auch beschließen, wahrscheinlich sogar einstimmig. Einige sagen jetzt, ja, Omikron ist eh so harmlos, was brauche ich denn da, die Impfpflicht? Omikron ist nicht harmlos, auch wenn es vermutlich einen Tick weniger gefährlich ist als Delta. Und die Pandemie ist auch leider nach Omikron nicht vorbei, auch wenn wir uns das wünschen. Und die Impfung ist halt eine langfristige Strategie. Ich bezeichne dieses Impfpflichtgesetz als Impfpflichtrahmengesetz, da es einen Rahmen für Flexibilität gibt, sozusagen Impfpflicht mit angehaltener Handbremse, wie manche bezeichnen. Es gibt mehrere Phasen. Erste Phase ist die Informationsphase. Ab März gibt es Kontrollen, Erinnerungsschreiben mit Impfaufforderungen und schlussendlich kann es zu Strafen kommen, wenn es epidemiologisch nötig ist. Dieser Entwurf ist ein ausbalancierter Entwurf, der hier im Plenum von 80% der Abgeordneten breit mitgetragen wird. Und unser Ziel ist es, mit einer möglichst hohen Durchimpfung
die Corona-Pandemie zu bekämpfen und die Freiheit für uns alle wiederzuerlangen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder sich impfen oder sich anzustecken. Der Unterschied beim Impfen ist das Risiko für Nebenwirkungen sehr gering. Die Infektion ohne Impfung führt aber häufig zu schweren Verläufen und zu Long-Covid. Sehr geehrte Damen und Herren, die Fakten sprechen für eine Impfung. Fürchten Sie sich nicht. Der Pix ist harmlos. Sie schützen sich selbst und helfen allen anderen. Wir schaffen es gemeinsam. Dankeschön. Der vorliegende Gesetzesentwurf sei ein Rahmengesetz, betont Werner Sachsinger von der ÖVP im Zivilberuf. Ist er.